In diesem Video. Ist die Box nicht voll? Höre ich komische Dinge? Treffen wir auf Wolken? Braucht es 3 Versuche? Ist das Licht im Tal? Landet kein UFO? Und trinke ich 2-mal? Was steht denn ihr da auf meinem Schwedenofen rum? Wollt ihr nicht mitkommen? Wir wollen jetzt eigentlich mal so langsam los. Also auf, da lang. Und leider gibt es schlechte Neuigkeiten. Erstens war ich noch immer nicht beim Friseur. Zweitens, das Wetter ist miserabel und dem Schnee geht es gerade ganz übel an den Kragen. Ziemliches Tauwetter. Innerhalb von 2 Tagen sind 40 cm Schnee weg. Und dann wäre noch zu sagen, dass ich mich heute eigentlich mit Jens treffen wollte, aber er irgendwie nicht kann. Und nun? Da steht die Transportbox, auch noch ziemlich leer. Das liegt aber daran, dass das meiste schon in Zottel ist. Jetzt tun wir mal noch den Rest rein und geht's los. Irgendwo hin. Da wären wir an Zottel. Das Zeug steht davor. Jetzt muss es nur noch rein und hört ihr das? Was ist das denn? Da müssen wir doch mal reingucken und schauen, was da los ist. Ja, leck, Co-Pilot. Bist wieder am Gitarre üben. Und Friedrich, machst du einen Lapdance auf dem Tisch oder was ist los? Kopf und geh weg von dem Glas, ist ja schon leer. Heieiei, geht's wieder rund bei euch? Jetzt geht's los. Vorbei mit lustig, einladen, Abfahrt. Da fahren wir, das mit der Routenplanung ist ein bisschen schwierig. Das Wetter echt miserabel. Wir fahren jetzt mal Richtung Osten, Richtung Chur und ein Stück weiter, in der Hoffnung, dass wir da zumindest morgen Vormittag ein bisschen schönes Wetter haben, bevor es dann schlecht wird. Wie es dann weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Eventuell stößt ja Jens dann noch dazu oder auch nicht, sehen wir dann. Jetzt fahren wir erstmal ein paar Meilen. Und aus einer wunderschönen Schneelandschaft ist innerhalb von kürzester Zeit nur noch ein Trauerspiel geblieben. Also das schlimmste Wetter, Schnee und Regen und warm und Schneeschmelze. Boah. Im Tal sorgt das Ganze für Überschwemmungen, deswegen werden wir gucken, dass wir irgendwie auf dem Berg stehen. Allerdings so, dass uns keine Lawine erwischt, denn auch das Risiko besteht überall. Jetzt aber erstmal noch einen Schluck Diesel. Wir tanken lokal, da ist es günstig. Ja, wir fahren auf der Autobahn und wisst ihr was? Ich habe einen neuen Selfie-Stick. Den habe ich ja letztes Mal zerlegt gehabt und jetzt habe ich mir einen neuen schicken lassen, direkt aus China. Die schicken in die Schweiz, Amazon nicht. Und jetzt habe ich einen aus richtig gutem Material, Alu, stabil. Ich hoffe, der hält eine Weile. Und er ist lang mit 1,30 m. Und zusammengeschoben sieht der Stick so aus. Hat hier unten noch Füßli dran, die man rausklappen kann. Also macht echt einen guten Eindruck. So schnell geht das. Grabe Nacht draußen. Und seit längerem mal wieder Regen. Wir hatten ja viel Schnee, aber Regen war jetzt schon länger nicht dabei. Aber wir haben 3 Grad und schifft vor sich hin. Grusiges Wetter, ehrlich grusig. Das wäre geschafft. Runter von der Autobahn. 2 Grad. Wir werden doch wohl noch Schnee sehen, oder? Den Kreisel kennt ihr glaube ich auch schon. Ne? Da waren wir schon ein paar Mal. Schnee haben sie ja auch. Nicht zu wenig. Der reduziert sich jetzt aber auch und wir fahren Richtung Chabiner Urmain. Berghoch, wie ihr seht. Ja, gespannt, was uns da erwartet. Hoffentlich kein Verbotsschild. Geradeaus würde es nach Urmain gehen. Wir fahren aber nach Saaren. Rechts. Enge Kurve, 230, 11 Tonnen. Läuft. Straße gut geräumt. Wenig Verkehr. Wir schrauben uns hoch, ein paar Kurven. Das ist ja eigentlich normalerweise alles Grasland. Jetzt liegt es unter 40 cm Schnee. Immer noch 2 Grad, alles im grünen Bereich. Jetzt begrüßen uns hier auch schon die Wolken. Hallo Nebel. Zum Glück aber nicht ewig, sondern nur eine kurze Nebelbank. Weiter bergauf. 2 Grad immer noch, es wird nicht kälter. Ich glaube, das mit der Sicht wird nicht besser. Der Nebel. Mal weniger, mal mehr, aber doch präsent. Ja, echt miese Sicht. Und jetzt geht's dann in Kürze links irgendwie scharf. Seht ihr irgendwas? Hier. Nach Lescher. Gucken wir mal. 1 Grad nur noch. Hier nochmal scharf um Kurve.
Straße gut geräumt, aber die Sicht könnte schöner sein. Wir haben das Ziel gleich erreicht, glaube ich. Ja, weiteres Parkplatzschild. Google sagt 70 Meter noch. Geradeaus. Ui. Das sieht aber hier böse aus. Extrem matschig. Können wir uns noch überlegen, wo wir uns hinstellen. Und nur probieren, ob wir eine Trasse höher kommen, dann stehen wir nicht im Weg. Nicht wirklich. Da bräuchte es wohl mehr Schwung oder Ketten. Also nichts Griffiges hier mehr. Katastrophe der Schnee, ehrlich gesagt. Genau an der gleichen Stelle hängen geblieben. Lustig. Oh, Allradantrieb wäre halt schon lustig. Bräuchte ein bisschen mehr Schwung, dann wird das noch gehen. Aber ich kann nicht weiter zurück. Immerhin hier in der Ebene können wir noch fahren. Ja, ein bisschen mehr Schwung nochmal. Komm, Zottel, komm, komm. Scheiße. Fast haben wir es geschafft. Der Zottel kommt noch wieder aus dem Quark. Aber wir fahren wieder. Stellen uns mal hier hin. Wir morgen vielleicht eine gute Sicht und kommen nie wieder weg. Der Scheiß weiter taut. Aber immer Ketten dabei. Ja, das war jetzt nochmal lustig hier hoch. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir mit ein bisschen mehr Schwung so weit hoch kommen. Und habe mich echt schon hier oben wieder rückwärts fahren sehen, weil ich gedacht habe, wir stehen, da kommt Zottel nie mehr weiter. Aber er hat sich durchgebissen. Sauber gemacht, Zottel. Braver Bub. Gucken wir es uns mal noch kurz von draußen an. Also so sieht es aus dem Van raus aus. Ziemlich weiß und matschig. Hier liegt ja noch eine 10 cm Schicht loser Schnee. Darunter ist festgefahren. Ne? Sieht man hier gut am Reifen. Hoffentlich kommen wir da morgen wieder weg. Und das Ganze brutal matschig, also das ist fast mehr Wasser als Schnee. Übelste Brühe, die hier rumliegt und steht. Und wir sind auch alleine. Irgendwo ganz da hinten steht noch ein Auto, aber das war's dann auch. Ich glaube auch nicht, dass hier morgen Skitouristen kommen, bei dem Sulz, der hier besteht. Ist ja auf der Piste ja nicht anders. Und was, bin ich mal wieder froh um meine Gummistiefel. Und wenn wir den Blick in die Ferne schweifen lassen, ich hoffe, die Kamera fängt das noch ein. Wir stehen auf der obersten Terrasse und geradeaus Blick runter ins neblige Tal. Und der alleinige Zottel. Schee hier. Und morgen sehe ich uns hier entweder rauspaddeln oder mit Schneeketten hantieren. Zurückgelaufen zur Zufahrt, um nochmal einen Blick runter ins Tal zu werfen. Da ist hier die Zufahrt. Und Achtung, jetzt kommt der Blick ins Tal. Ne, ganz hässlich, oder? Die Hochfahrt hat sich durchaus gelohnt. Herrlich. Da unten ist noch der Bauer am Schuften. Stalltür steht offen. Ja, schade, Mensch. Zieht jetzt unten immer mehr zu. Gerade eben, als ich noch Fotos gemacht habe, war noch mehr Licht zu sehen. Jetzt ziehen da die Wolken von links rein, habe ich so den Eindruck. Ich gehe jetzt mal zurück zu Zottel. Abendessen. Und dafür müssen wir den Weg wieder zurück. Und das ist echt Wassermatsch pur. Grusig. Da bin ich wieder zurück in Zottel und wisst ihr, was wir heute essen? Das Jahr ist bald einen ganzen Monat alt und ich habe das noch nicht wieder gegessen. So kann das nicht weitergehen. Ich hol mal die Zutaten, dann merkt das. Mann, jetzt habe ich echt gedacht, ich habe die wichtigste Zutat doch zu Hause gelassen. Kartoffeln. Zwiebeli. Da fliegt mir schon der Käse entgegen. Jetzt dürfte es klar sein, was es gibt, oder? Und dazu ein lecker Thunbier. Oh, da freue ich mich schon eine ganze Woche drauf. Der einzige Scheiß ist, die Kartoffeln sind nicht gekocht. Das mit dem Raclette war nämlich eine ganz spontane Geschichte und jetzt muss ich erst noch die Kartoffeln kochen. Während die Kartoffeln auf dem Herd stehen, steht oben auf dem Display E122H.
Kurze Geschichte dazu, im letzten Video habe ich eine neue Dieselpumpe einbauen lassen, um diesen Fehler zu beheben, weil die Heizung irgendwie kein Diesel kriegt, wenn sie gefordert wird. Ja, hat nichts gebracht. Aber eine Rechnung von 400 Franken habe ich gekriegt. Ich war beim Servicepartner von Truma in der Schweiz. Die Firma blende ich euch hier ein. Das hat also alles nichts gebracht. Und ich bin genauso schlau wie vorher. Ich habe weiterhin massiv Blasen zwischen Dieselpumpe und Heizung im Dieselschlauch drin. Man hat mir jetzt gesagt vom Truma-Partner hier, das sei wohl normal. Da ich das Gegenteil nicht beweisen kann, kann ich dazu nicht wirklich was sagen. Aber ich finde es dennoch sehr komisch und ich werde der Sache weiter auf den Grund gehen. Aber erstmal nicht mehr gegen Geld. Das Lustige ist nämlich, man hat mir hier beim Servicepartner gesagt, wenn die Dieselpumpe auch nichts bringt, dann muss die Brennkammer ausgetauscht werden. Wohingegen man mir bei Truma in München gesagt hatte, nach allen Werten ist die Brennkammer okay und der Glühstift auch. Ich weiß langsam nicht mehr, liebe Truma, was ich da noch glauben soll. Und dann noch die Blasen im Diesel. Also, kommt mir sehr spanisch vor. Aber lassen wir blöde Truma-Heizung sein. Schneit. Dicke, feuchte, nasse Flocken kommen hier auf Zottels Frontscheibe an. Ja, und während ich hier gerade Kartoffeln vor mich hinkoch, kommt schweres Räumgerät, sehr helle Lampen, mit Schneefräse vorne dran und macht hier Parkplatz frei. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, schneit es heftig jetzt. Oh Mann, oh Mann. Tja, und so sieht das aus, wenn hier einer rumfräst. Mei, mei, der ist noch eine Weile beschäftigt, wenn der hier alle Parkplätze machen muss. Aber geile Funzelbeleuchtung hat er. Nun, es schneit heftig weiter. Ja, während sich der andere draußen ein Elch fräst, weil er den ganzen Schnee wegräumen muss, schäle ich jetzt mal meine Kartoffel. Der kommt immer näher zu Zottel. Draußen hört es sich an, als würde ein ganzes Truppenbataillon vorbeifahren. Aber bisher haben wir nur wenig Einschläge abgekriegt. Kartoffeln lassen sich gut schälen. Junge, Junge, ich weiß nicht, hört ihr das? Der fräst direkt neben uns her. Und schon die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob der nur links und rechts von uns fräst oder auch noch den Rest vom Parkplatz. Aber egal, mir fehlen zwei Dinge noch. Ich habe den Schinken zu Hause vergessen. Da kann ich jetzt auch nichts mehr retten. Aus dem Co-Pilot kann ja nichts rausschneiden. Und ein Bier steht noch nicht auf dem Tisch. Was ist da los? Aber das kann ich noch ändern. Und was trinken wir? Leckeres Thunbier. Heute gibt's das hier. Blau. Porter. Wir nehmen das Womo-Tool von Dimo. Mach es auf. Und Prost. Wow. Ui, das ist ja geil. Boah. 5,9% Alkohol, es knallt auch. Boah, aber geschmacklich, der... Boah. Wow, das ist richtig lecker. Müsst ihr echt mal probieren. Thunbier Porter. Hammer. Und jetzt essen, sonst bin ich gleich besoffen. Draußen ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Der Schneeschaufler schaufelt woanders. Aber jetzt komme ich und schaufel hier rein. Wird Zeit, dass es was zu essen gibt. Weiter. Nach dem Essen, bisschen länger nach dem Essen, es ist 23 Uhr. Schneidet schon die ganze Zeit. Gehen wir nochmal raus, bisschen gucken, was so abgeht. Da liegt ganz schön einiges an Schnee rum. Zottel hat schon eine gute Haube auf dem Dach. Schneit munter weiter. Hier seht ihr auch, links wurde recht nah rangefräst. Rechts nicht so wirklich. Und laut Temperaturanzeige haben wir auch Grad mal so. Plus minus 0 Grad, das ist also schwerer Pappschnee. Nichts Schönes, Flauschiges. Vorne vom Dach rutscht es schon die ganze Zeit immer fleißig runter. Auf die Motorhaube. Da wird morgen früh wahrscheinlich auch wieder der gleiche Traktor kommen und hier voneinander fräsen. Werden wir nicht wirklich lange ungestört schlafen. Aber was soll's. Es ist cool hier. Ja, wer hätte das gedacht, dass es heute nochmal so viel Neuschnee gibt. Sicherlich schon 10, 15 cm gefallen. Und laut Radarbild geht das auch noch eine ganze Weile weiter. Da bin ich mal wirklich gespannt auf morgen früh, wie es hier aussieht.
sag's dir aller ehrlich wahr. Das kommt ein bisschen überraschend. Ich hatte eigentlich hier eher mit Regen gerechnet, aber nicht mit so viel Schnee. Ja, so sieht das hier aus. Tief verschneit und am Schneien. Herrlich. Jetzt noch ein Lagerfeuer und ein Glühwein, das wär's. Timo, wo bist du? Das war's erstmal von hier draußen, bevor ich jetzt hier komplett zum Schneemann werde. Gehe ich, glaube ich, doch lieber wieder rein und wärme mich auf und gehe pennen. Da denkt man, man geht direkt ins Bett, wenn man wieder reinkommt. Und dann macht man es doch nicht. Sogar noch kurz den Laptop ausgepackt, was geändert. Aber jetzt geht's pennen. Co-Pilot hängt da auch schon recht müde. Friedrich aber noch überraschend fit. Hat sogar noch die Kamera im Arm. Schloss? Hat auch den ganzen Tag gepennt. Aber egal, wir gehen jetzt mal schlafen. Lasst einen Daumen hoch da. Den hier gerne, wenn ihr mögt. Wenn es gefallen hat. Dankeschön fürs Amazon-Partnerlink verwenden. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Mehr Reisen, mehr Schnee, mehr stecken bleiben oder was auch immer mehr. Uns würde es freuen, euch dann auch im nächsten Video wiederzusehen. Und jetzt, ciao zusammen. Kurze Geschichte dazu, machen wir ein bisschen heller. In der Schweiz, Firma... Ja, vergessen. Firma blende ich euch hier ein.